Willkommen, Rainer. Du möchtest für die Piratenpartei in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Das ist richtig. Warum für die Piratenpartei? Ich bin ein Verfechter einer größtmöglichen Bürgerbeteiligung bei allen relevanten Entscheidungsprozessen. Damit verbunden ist natürlich auch ein Maximum an Transparenz. Nur so können wir in unserer Demokratie sicherstellen, dass politische Willensbildung einem Lobbyismus trotzen kann und sich der Bürgerwille letztendlich durchsetzt. Mit welchen Themen möchtest du dich in die Landespolitik einbringen? Natürlich geht es mir zunächst um Bürgerbeteiligung und Transparenz und die Wahrnehmung demokratischer Rechte. Weiterhin sind mir die Themen Umwelt, Energie, nachhaltige Landwirtschaft, Klimawandel, Weiterbildung und gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen wichtig. Löhne und Arbeitsbedingungen sind doch nicht unbedingt landespolitische Themen. Naja, einen Einfluss kann man da nehmen, wenn es um die Vergabe von Aufträgen aus öffentlichen Mitteln geht. Hier dürfen nur Betriebe einen Zuschlag erhalten, wenn sie einen Mindestlohn zahlen, den wir dann noch festlegen müssten. Ein weiteres Kriterium kann sein, dass die demokratischen Mitbestimmungsrechte in diesen Unternehmen gewahrt sein müssen. Du hast doch das Thema Umwelt genannt. Was möchtest du da erreichen? Immer wieder kommt es zu Situationen, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger für einen Umweltschaden aufkommen müssen, den sie selbst gar nicht verursacht haben. Als aktuelles Beispiel haben wir da die Altlast in Hannover-List, die von einer chemischen Fabrik stammt, die dort vor mehr als 100 Jahren produziert hat. Da werde ich mich für einen Altlastenfonds einsetzen. Dann gibt es da noch das Problem mit der Asse. Wie ist deine Meinung dazu? Da trete ich für eine schnellstmögliche Bergung aller Fässer mit radioaktivem Inhalt ein, die dort eingelagert wurden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Atommüll grundsätzlich rückholbar gelagert wird, das heißt oberirdisch oder oberflächennah. Okay, und wie ist es mit dem Thema Energie? Ich möchte eine dezentrale und autarke Energiewirtschaft in Niedersachsen. Ich trete für eine Versorgung aus regenerativer Energie ein, denn Niedersachsen ist ein Energieland. Neben Wind- und Solarenergie und dem Einsatz von Biomasse wäre auch Geothermie sinnvoll nutzbar. Wie positionierst du dich zur Landwirtschaft? Ich stehe für eine nachhaltige Landwirtschaft. Nachhaltigkeit bedeutet für mich unter anderem, dass zum Beispiel auf den Anbau von genmanipulierten Pflanzen verzichtet wird. Ich bin dafür, dass Bioenergieanlagen mit der Biomasse aus Pflanzenresten und nicht mit eigens dafür angebautem Mais betrieben werden. Weiterhin werde ich mich für eine artgerechte Tierhaltung einsetzen. Das ist schön. Was sagst du zu den anderen Parteien, zum Beispiel CDU und FDP? Allein das niedersächsische Versammlungsgesetz von 2010, das das Zusammentreffen von zwei Personen unter bestimmten Voraussetzungen bereits als eine rechtswidrige Versammlung definiert, offenbart die demokratiefeindliche Einstellung unserer schwarz-gelben Landesregierung. Wir Piraten müssen dafür sorgen, dass derartige Beschneidungen demokratischer Rechte beseitigt werden. Und wie ist es mit der SPD und den Grünen? Naja, die SPD will ja mit dem Spitzenkandidaten Stefan Weil, dem derzeitigen Oberbürgermeister Hannovers, in den Wahlkampf gehen. Dieser hat sich, wie auch Dezernent Mönninghoff von den Grünen, anlässlich eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr gerade vor ein paar Wochen damit gerühmt, dass er seinen Dienstwagen mit Fahrer für eine Personenbeförderung von Messegästen während der CeBIT-Messe eingesetzt hat. Aus meiner Sicht sind beide als Streikbrecher aufgetreten. Und ich stelle mir auch die Frage, ob es sein kann, dass dafür Steuergelder verwendet werden. Das ist für mich nicht tragbar. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg. Gerne, danke. Thank you.